800 Jahre Anhalt, das wird in diesem Jahr ganz groß gefeiert. Und auch schon die Jüngsten helfen mit, dass es ein richtig tolles Jubiläum wird. Schüler aus Anhalt haben spannende Geschichten aus ihrer Heimat ausgegraben und sie einfach aufgemalt oder auf andere Weise künstlerisch umgesetzt. Die besten Ideen wurden heute ausgezeichnet. Der erste Platz der Förderschulen ging an die Hahnemann-Schüler aus Köthen, die einen Trickfilm erstellt haben. Die Hauptrolle hat das anhaltische Wappentier, der Bär.